Meine lieben Geschwister, aus welcher Sicht sollten wir das Leben betrachten? Aus der Sicht, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns sehr oft vor die Wahl stellt. Er subhanahu wa ta'ala stellt uns vor die Wahl und will uns damit prüfen. Es mag sein, dass wir beten, fasten, die Menschen zum Islam rufen, den Koran lesen und lehren. Aber dann kommt der Moment, in dem Allah subhanahu wa ta'ala uns vor die Wahl stellt. Es wird berichtet, dass es in Ägypten einen Mann gab, der die Moscheen pflegte und zum Gebet rief. Er war fromm und gehorsam gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Eines Tages bestieg er das Minarett, um zum Gebet aufzurufen. Neben dem Minarett stand eine christliche Frau. Er sah sie an und wurde von ihrem Aussehen verführt. Also stieg er das Minarett hinunter, ging zu ihr und trat in ihr Haus ein. Sie sagte zu ihm, wer bist du und was willst du? Er antwortete, ich will dich. Warum? Du hast meine Augen versklavt und du hast mein Herz erobert. Ich will dich heiraten. Sie sagte, du bist ein Muslim und ich bin eine Christin. Mein Vater wird mir niemals erlauben, dich zu heiraten. Er sagte, ich werde das Christentum annehmen. Wenn es so ist, dann können wir in die Zukunft schauen, sagte sie. Der Mann entschied sich, das Christentum anzunehmen, um diese Frau zu heiraten. Und was dann passierte, ist unglaublich. Am selben Tag ging er hoch auf das Dach des Hauses, fiel hinunter und starb. Er starb noch, bevor er eine Nacht mit seiner Frau verbrachte. Es mag sein, dass wir beten, fasten, die Menschen zum Islam rufen, den Koran lesen und lehren. Aber dann kommt der Moment, in dem Allah subhanahu wa ta'ala uns vor die Wahl stellt. Dein Gebet oder deine Arbeit? Dein Ramadan oder dein Sport? Dein Hijab oder deine schönen Haare? Deine Freunde, die dich zur Sünde einladen? Oder deine Geschwister, die dich an Allah erinnern? Eine falsche Entscheidung kann unser Leben verändern. Eine falsche Entscheidung kann unser Jenseits verändern. Manchmal begehen wir kleine Sünden und erachten diese kleine Sünde als gering. Es kann ein kurzer Blick sein oder eine WhatsApp-Nachricht, aber auch durch einen einfachen Klick auf einer falschen Seite. Diese eine Sünde kann all unsere guten Taten vernichten. Diese eine Sünde, die wir als gering sehen, kann bei Allah subhanahu wa ta'ala so groß wie ein Berg sein. Du machst doch kein Schirk. Du machst doch keine Zina. Außerdem bist du doch ein frommer Muslim. Deine guten Taten überwiegen doch sowieso deine schlechten. Kennt ihr diese Gedanken? Genau diese Gedanken kommen vom Shaitan, der uns die kleinen Sünden als gering erscheinen lässt und uns ständig einflüstert, du kannst doch Tauba machen und Allah wird dir vergeben. Das Problem ist vielleicht nicht mal die kleine Sünde an sich, denn jeder Mensch sündigt. Das hat uns der Prophet sallallahu alaihi wasallam so gesagt. Das Problem ist, wenn diese kleinen Sünden zur Gewohnheit werden und wir es irgendwann nicht mehr merken. Und wenn wir es merken, dann kann es schwer werden, da rauszukommen. Bei diesem Mann waren es seine Augen, die ihn ins Verderben stürzten. Möge Allah uns bewahren. Aber was könnte es bei dir sein? Auch deine Augen? Oder deine Zunge? Vielleicht deine Hände oder dein Vermögen? Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat uns ein schönes Gleichnis gegeben. Er sagte, nehmt euch vor kleinen Sünden in Acht. Daraufhin erwähnte er das Beispiel von Leuten, die sich auf einem verlassenen Ort niederlassen. Dort benötigen sie Holz, sodass einer von ihnen Äste holen geht, bis sie schließlich viel Holz einsammeln, ein Feuer anzünden und Brot backen können. Genauso ist es mit den kleinen Sünden, welche der Mensch unterschätzt. Diese häufen sich an, bis sie ihn schließlich ins Verderben stürzen.